Io mi hai sentito. Willkommen zu Nightingale. Im ersten Video haben wir uns ja im Tutorial ein bisschen vertraut gemacht mit den grundsätzlichen Features, wie man sich einen Unterschlupf baut, wie man was zu essen macht. Ja, und jetzt sind wir quasi in der ersten Welt. Ja, wir haben uns ja da so ein Waldbiom ausgesucht und jetzt mal schauen. Ja, wir haben uns hier wieder ein Feuerchen gemacht. Dann habe ich hier so einen Rückzugsort gebaut. Aus ein paar Steinhaufen und so. Das ist sozusagen der Spawnpunkt. Ja, wenn man stirbt, landet man wieder hier. So. Dann habe ich mir hier schon eine erste Hütte gebaut. Ne? Sehr primitiv. Einfach nur mal zu gucken, wie das so funktioniert. Und es funktioniert eigentlich ganz gut, ne? Also die Hütte war schnell fertig. Ne? Ein paar Steine, Stöcke, Bretter. Ging. Also grundsätzlich erstmal ein Unterschlupf, ne? Ja, und eine Werkbank. Da können wir jetzt einfache Sachen bauen. Werkbanks, Steinmurmeln zum Beispiel, ne? Für eine Schleuder. Und hier gibt es auch Kletterpickel, um steile Felsen hoch zu kraxeln. Können wir uns jetzt aber leider nicht machen. Uns fehlt dazu Riemen. Ja, und Steinblöcke findet man hier ja, aber Riemen brauchen wir. So, also werden wir mal gucken, ob wir hier irgendwie Riemen finden. Wir haben hier auch eine Map. Und da habe ich ja schon gesehen, hier ist ein Kraftort und ein Essenzhändler. Essenz ist ja also sowas wie ein Handelsgut. Und eigentlich produziert alles Essenz, was wir hier so in der Welt, ja, benutzen, zerstören. Ne? Ich meine, es sieht aus wie ein Boot, ein Schiff. Das wollte ich mir mal anschauen. Und wir wollen ja sowieso Richtung Norden mal uns den Essenzhändler angucken, denn bei dem können wir uns ja zum Beispiel eine Nähbank freischalten und damit können wir uns dann auch wahrscheinlich bessere Klamotten, die uns besser schützen, machen. Du kannst allerdings andere Leute auf deine Insel mit einladen. Ja? Ich glaube, auf P war das. Ja. Na, hier kann man Spieler finden, die kann man dann in seine Welt einladen und ja, machen wir natürlich erstmal nicht, ne? Wir haben keine Freunde. Wen wollen wir einladen? Ja, man kann hier halt also auch zusammenspielen, ne? Aber ich finde, man sollte dann schon eine getrennte Iteration machen, ne? Online und offline. Ja, wenn ich jetzt hier ohne Freunde unterwegs bin, brauche ich ja nicht permanent online sein. Ne? Das ist ja Quatsch, ne? Aber deswegen, man ist halt permanent davon abhängig, dass die Server funktionieren. Ne? Und dass dein eigenes Internet schnell genug ist. Und das ist natürlich scheiße, wenn du immer von anderen abhängig bist. Das war noch nie gut. Vor allen Dingen, was passiert, wenn mal das Internet ausfällt oder sowas. Ne? Du kannst ja dann so ein Spiel nicht mehr spielen. Oder wenn die Firma pleite geht. Ne? Wenn die Server abgestellt werden, du hast Geld dafür bezahlt. Aber bist davon abhängig, dass es der Firma gut geht. Ne? Und das ist scheiße. Oder mal angenommen, ich kaufe mir ein VW. Ne? Und dann geht auf einmal VW pleite und ich darf kein VW-Auto mehr fahren. Ja, doch auch bescheuert, oder? Und warum sollte das Prinzip bei einem Spiel anders sein? Ne? Nur weil die pleite gehen, warum muss ich drunter leiden? Das ist doch nicht mein Problem. Ja, ist doch so. Ja, deswegen Online-Zwang und Server-Gedöns und sowas. Nee, das ist absolut. Es ist aus der Zeit gefallen. Das hat im modernen Spiel nichts mehr verloren. Das ist einfach so. Ja, optisch ist das natürlich alles sehr schön. Ne? Wie gesagt, ich habe mir jetzt einfach hier so diesen Bunkerklotz dahingestellt. Ja,
Ich glaube, wir haben echt zu viel. Schleppen wir da mit uns rum, hä? Was schleppen wir da überhaupt rum? Steinblock, Sandstein, primitive Steine, Knochen. Ja, wir tragen aber 47,4 von 50 mit uns rum. Also wir dürften eigentlich... Ja, manchmal funktioniert das auch nicht so ganz, hä? Ah, doch, jetzt kommen wir rein. Ja, ich denke mal, mit den, so einem Kletterpickel könnte man dann hier hoch, ne? Also, ein bisschen klettern kann der schon, ne? Aber er kann sich halt nicht überall festhalten. Ich habe ja auch schon ein paar Tierchen gesehen. Da, zum Beispiel. Die scheinen friedlich zu sein. Das sind hier so kleine blaue Guppies. Im Augenblick brauchen wir die nicht. Ja, hier haben wir anderes Gestein. Aber, da habe ich schon geguckt. Das kann ich mit der Spitzhacke... Was auch immer das ist jetzt hier, die Spitzhacke. Das kann ich mit der Spitzhacke nicht kaputt machen. Vögel sind hier auch. Nehmen wir an, die kann man auch irgendwie jagen. Ja, mit einem Bogen oder einer Knarre abschießen. Weil Knarren gibt es ja hier auch. Wir schauen uns mal hier um. Also dieses Schiff, das reizt mich ja schon ein bisschen. Vor allem, wie ist das da hochgekommen, ne? Was ist geschehen? So langsam bin ich ja auch drin, was das Essen angeht, ne? Also diese ganzen Pflanzen und sowas, die kann man sich ja hier alle sammeln und dann zubereiten oder so essen. Also nicht unbedingt alle Pflanzen, aber ne? So hier die, alles, was Blüten hat irgendwie, ne? Wir haben hier zum Beispiel unsere ersten Bausachen, ne? Wir haben ein Steinobergeschoss, ein Fundament, ein primitives, wir haben ein Steinfundament, wir haben Treppen, alles Mögliche, ne? Hier haben wir zum Beispiel die einfache Werkbank und eine Gerbstation für Leder. Hier haben wir einen Anglerkorb. Was ich noch nicht mitgekriegt habe, ist, wie kann ich das Gelumpe, wenn ich hier mal hingestellt habe, wieder wegnehmen und woanders hintragen und so. Guck mal hier, das sieht so hübsch aus hier, ne? Und es qualmt. Ich glaube, da schauen wir uns auch mal um, ne? Ich weiß nicht, wie gefährlich die Welt ist. Das kann man ja am Anfang Glück hoch einstellen. Bevor man in eine neue Welt wechselt, kann man sich den Schwierigkeitsgrad quasi einstellen. Und ich habe ja Mittel genommen. Komm hier hoch. Ja, hier klettert er hoch. Aber irgendwie kommen wir ja nicht so wirklich rein. Bagger. Ich will Bagger fahren. Aber wie? Also dieses Industrielle ist schon... Muss halt ein bisschen aufpassen. Spielanleitung, Feinde bezwingen. Warte mal, wir hatten doch hier eine Fackel, ne? Die neune. Ja, brauchen wir die ja jetzt. Oh. Was ist denn das? Da ist doch irgendwas auf der anderen Seite, hä? Das ist ein Portal oder was? Nee. Ach so, ja. Die sind eingesperrt, ne? Und ich glaube, das ist so, hat eure Sinn. Dass die eingesperrt sind. Aber ich glaube, wir müssen. Ich glaube, wir müssen die befreien, damit wir dahinter kommen, ne? Hier mach doch mal aus. So. Ja, gut, da kommen wir jetzt noch nicht hin. Wir müssen das hier irgendwie anders deaktivieren. Aber ich weiß auch nicht, ob wir da schon. Ja, kräftig, mächtig genug sind. Die Typen wirken nicht gerade entspannt. Okay, gut, gehen wir erstmal weiter. Gucken wir uns erstmal. Weiter um. Gucken wir uns das Boot an, da wollten wir sowieso hin. Oder? Ja, doch. Irgendwie kommen wir doch hin. Ah, hier ist auch so ein Gefängnis oder was das sein soll, ne? Ein Spinn. Folge den Spinnen. Ja, die kleinen Viecher kann man auch nicht kaputt machen, hä? Oh, was ist das? Hoffnungsecho freisetzen. Hm.
Es kann sein, dass das der Ausgang ist von dem, was wir unten gesehen haben, ne? Das hier sieht doch aus. Das kann man zertrümmern. Okay, vielleicht finden wir ja hier irgendwas drin. Eine Axt brauchen wir da. Wir sind nicht, wo ich die Axt hingelegt habe. Auf die 5. Nee. Alter, brauchen wir eine bessere Axt, ne? Shit. Ja. Ach, wir sind noch so laurig. Okay, Norden. Wir wollen ja sowieso Richtung Norden. Wir wollen ja diese Nähbank freischalten. Und dafür brauchen wir Essenz. Essenz braucht man ja auch unter anderem, um seine Sachen zu reparieren. Ich höre Wölfe. Wir haben jetzt 8 Essenzeinheiten. Wahrscheinlich, wenn wir uns da irgendwas Primitives kaufen wollen. Wie zum Beispiel das Nähding. Da brauchen wir höchstwahrscheinlich hier, was weiß ich, 10.000. Oh, was? Auswirkung eines Sturzes, okay. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder abgekackt. Was ist denn das? Wölfe oder was? Die Löwe ein bisschen komisch, hat. Die Animation, das ist noch nicht überall so hundertprozentig befriedfischend. Ich will mich jetzt auch nicht mit den Wölfen anlegen. Ich würde mich zwar gerne hier angucken, aber... umgucken? Angucken. Ich würde mich gerne angucken, natürlich. Ja, wir halten uns mal von den Wölfen fern. Die sind in keinem Spiel sonderlich freundlich. Oh, da unten ist was. Da brennt was. Schön haben wir wieder was zum Entdecken hier. Was ist das? Nee, da brennt nicht. Das ist auch wieder so ein Hinweisgedöns, ne? Müssen wir vielleicht auch alles sammeln, ne? Schnell Richtung Küste. Bei Toast und Marmelade tat ich mein Bestes, die rätselhaften Worte zu entschlüsseln. Oh, guck mal, Wildschweinchen! Ah! Was war denn das? Ja, ich esse dich. Tut mir leid. Wir brauchen ja irgendwas zu essen. Oh, da ist noch so ein schnelles Fiebsaar. Fleisch. Und wir können den noch mal kaputt machen für Knochen. Aber Fell. Wo ist das Fell hin? Ja, wir werden nass. Okay, also Wildschweine sind... Ich wollte gerade sagen, Wildschweine sind auch nicht unsere Gefahr, oder? Von welchen? Oder? Nee, ich glaube, da will uns angreifen, hä? Ja. Ja, okay. Oh, ich habe nicht genug Ausdauer. Wofür? Ja, mit dem komischen. Okay. Haben wir wieder Fell, Fleisch. Also verhungern werden wir nicht. Das ist schon mal sehr schön. Das sind kleine Pupsis. Guck mal, was ist das? Fee-Truhe. Was haben die hier? Leichter Heiltrank. Geil. Elite-Sturmkarte? Duellantenkarte. Spielen Sie diese Karte, um den verursachten und erlittenen Schaden zu erhöhen. Also das ist ja auch so eine Art Kartenspiel. Also das kann man wahrscheinlich dann aktivieren, wenn man kämpft dann, oder wie? Noch ein Heiltrank. Und ein Trank der Rast. Okay, also ich weiß, dass man Tränke hier auch später brauen kann. Und wir sind überlastet. Sammelt ja. Ein rohen Edelstein. Und gebratenes Fleisch. Ja, wir brauchen ja sowieso was zu essen, ne? Was haben wir denn hier? Fleisch? Aber hier steht nicht, ob es gebraten ist, ne? Ah, hier oben ist so eine Art Gefängnis, ne? Also irgendwie muss man das alles freischalten. Was anderen Überlebenden helfen. Okay. Die Company. Nelson.
Kriegen wir einen Schaden? Es hagelt. Wir kriegen Hagelschaden. Ich will mich erstmal von den Typen hier fernhalten und mich irgendwo unterstellen. Wir kriegen hier Schaden durch Hagel. Ach, guck mal, du siehst richtig, wie der Hagel runterfällt. Na, unterstellen am Arsch. Doch, jetzt hier. Hier haben wir Schutz durchs Dach. Das ist ja sehr heftig, die Auswirkung vom Wetter. Dass es jetzt hier auch hagelt, hä? Ja, deswegen ist es so gut, ne? Du kriegst ja durch 1000 verschiedene Sachen Schaden. Kriegst du Hagelkörner auf der Birne, kriegst du Gesundheitsschaden. Aber zum Glück regeneriert sich deine Gesundheit ja wieder, ne? Ein bisschen müde sind wir auch. Essenzhändler, genau, hier müssen wir ja hin. Ja, ich würde mich gerne hier unterstellen, meine kleinen Leute hier. Was ist denn das? Soll ich denen das bauen? Was ist denn mit der Schnulli? Ah, Besuch. Sie sind die einzige gute Seele, die wir bisher in dieser Welt angetroffen haben. Und ihr Anblick ist ein äußerst wohltuender. Aber wer sind sie? Diese Welten sind mir neu und ich versuche zu überleben. Es ist nicht gerade meine Art, Fremden eine derartige Information preiszugeben. Ja. Wirklich erfrischend. Ein so offenes Buch wie sie anzutreffen. Ja, wieso? Ich habe nur gesagt, dass ich fremd bin. Neu bin. Weltenwandler können anderen Überlebenden bei der Suche nach Nightingale helfen. Wenn sie Aufgaben für sie erfüllen, können sie sie für ihre Gruppe rekrutieren. Rekrutierte Überlebende können ihnen beim Sammeln, Ernten von Ressourcen, beim Errichten von Bauten und beim Kampf gegen Feinde behilflich sein. Weltenwandler können Überlebende mit besserer Ausrüstung ausstatten, damit diese die Gefahren der Welten besser meistern können. Sie können Überlebenden die Erlaubnis erteilen, Behälter zur Lagerung zu benutzen, indem sie die Genehmigung für jeden Behälter ändern. Ja, also man kann hier auch Leute anwerben, die einem halt beim Bauen helfen, bei Ressourcensuche. Das ist auch ganz praktisch, ne? Und ja, beim Kämpfen halt, ne? Also die meisten Spieler haben ja NPCs, die halt nur zum Kämpfen mitkommen. Und viel mehr können sie nicht, ne? Aber hier, dass du hier auch welche hast, die ein bisschen beim Bauen helfen, ne? Sons of the Forest, Kelvin. Ja, hoffentlich sind die nicht so wie Kelvin. Okay, also es gibt ja anscheinend sehr viele andere, mit denen man hier herumziehen kann. Okay, also unser Ziel ist eigentlich, zurück nach Nightingale zu kommen. Ich weiß nicht, ob das hier alles hauptsächlich noch nicht vertont ist. Die Company, Nelson. Was ist denn das hier für ein Dulli? Eine überlebende Person in der Nähe benötigt Ihre Hilfe bei der Fertigstellung eines Bauwerks. Helfen Sie ihr dabei, das Bauwerk fertigzustellen, um eine Belohnung zu erhalten. Ja, warum nicht? Ja, anscheinend müssen hier die Sachen fertiggestellt werden. Wir brauchen da noch weiterhin Stöckchen. Wir helfen denen jetzt einfach mal. Ich finde das eigentlich relativ erfrischend. Weißt du? Dass die hier... Weißt du, die bauen hier, du hast ja gesehen, die stehen nicht einfach bloß doof in der Gegend rum, die machen hier halt einfach ihr Ding, die fällen Bäume, weil sie hier bauen wollen. Und du kannst denen halt helfen, das ist nicht so wie viele andere Spiele, wo die NPCs einfach doof dastehen und sagen, ja, ja, geh nach A, hole B, oder, ne, weißt du, die machen hier auch schon was. Das finde ich nicht schlecht. So, warte mal, was haben wir jetzt genug? Schlafsack haben wir. Das. Ja, Stöckchen brauchen wir weiterhin. Aber wir können ja auch kleine Bäume fällen. Die bringen, glaube ich, auch Stöckchen. 2, 3, 4, 5. Was liegt hier überhaupt rum? Holzbündel. Ne, Holzbündel brauchen wir, glaube ich, im Augenblick nicht. So, wir gehen mal hoch und helfen mal. So, Schlafsack. Wir brauchen immer noch Holz. Da ist der Essenzhändler, da müssen wir nachher mal gucken, was der verlangt hier. Wir wollen ja dieses, die Nähbank freischalten, ne? Aber wir helfen jetzt erstmal dem anderen, mal gucken, was wir da als Belohnung kriegen. Wir holen uns hier noch ein paar Stöckchen. So. Wir müssen immer mal so ein bisschen auf unser Essen gucken und, die Müdigkeit. Ist gar nicht, ob wir hier auch, ja, wir dürfen hier auch schlafen, okay. Ansonsten nur Bett ist schnell gebaut. Oh, guck mal hier. What the fuck? Was ist das? Magikale Truhe.
Okay. Rekrutieren. Jetzt können wir noch rekrutieren, oder was? Quest abgeschlossen. Herausforderung abgeschlossen. Kameradschaft. Okay, Ausrüstung und Inventar verwalten. Was hat denn da bei sich? Rucksack. Schön großen Rucksack. Schön. Gut, also wir können auf sein Inventar zugreifen. Wir können ihm ja, glaube ich, auch ein bisschen was geben hier. Mal gucken, ob wir das rüberschieben können. Ja. Er trägt ein paar unserer Sachen. Schön. Okay, was ist das jetzt hier? Diese Magica-Geschichte? Essenzstaub. Ja, die wollen sie von uns haben. Jetzt müssen wir ja gucken. Das ist dieser Essenzhändler. Weltenkarten, Licht, einfache Kerze. Ja, Licht in unserer Hütte, ne? Die wollen wir ja auch haben. Fellkronleuchter. 15, ne? Das ist gar nicht mal so billig. Weltenkarten, einfache Gegenstände. Streithammer. Okay. Einen einfachen Hammer. Okay, also einen Hammer brauchen wir dann auch. Eine Angel. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ein einfacher Schirm. Den hat man doch auch mal. Einfache Schleuder haben wir im Besitz. Davon weiß ich gar nicht. Kletterpickel. Ach so, das sind die Blaupausen, ne? Bei Kletterpickel haben wir nicht, aber die Blaupause ist in Besitz, ne? Das hier sind die Blaupausen wahrscheinlich bloß und nicht die Gegenstände. Anwesen, Adresskarte. Das ist... Spielen Sie diese Karte, um direkt die Schwebewelt eines bestimmten Spielers aufsuchen zu können. Ein Geschenk für andere Spieler. Ah, cool. Also, wenn jemand anderes in seiner eigenen Welt ist... Ja, man kann hier ja zusammenspielen oder halt jeder spielt für sich. Das finde ich ja eigentlich eine grandiose Geschichte. Ja. Und du gibst einem Kumpel diese Adresskarte, kann er ihr Anwesen besuchen, wenn sie offline sind. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, hä? Ich finde das eigentlich genial. Sägetisch, Schmelzofen, Mörserstation, Spinnrad. Ne, wir brauchen irgendwas mit Nähen, oder? Hier, einfache Nähbank. 55! Nicht genügend Essenzstaub. Ja, wir brauchen 55. Und Verzauberungsfokus. Ja, Verzauberung kann man ja natürlich auch. Holzbündel, Knochen. Ja, 55 Essenzstaub. Gut, aber gut zu wissen, wie viel wir hier brauchen. Ah, guck mal, wir haben 31. Staub wird gegenwärtig für Aktionen wie etwa Reparieren genutzt. Ja, wir müssen natürlich ja auch gucken, weil unsere Waffen und sowas, die nutzen sich natürlich auch ab. Und das kostet nämlich jedes Mal Essenzstaub, ne? Also Essenzstaub ist sowas wie die Währung hier drinne. Ne? Wir müssen also weiterhin die Welt erkunden, um Essenzstaub zu bekommen. Wo ist es überhaupt unser... Begleiter, kommt er jetzt mit oder ich weiß nicht, wie man dem hier Befehle geben kann, ne? Warte mal, hier gab es doch irgendwie R oder sowas. Irgendwie gab es hier noch ein zweites Menü. Rekrutiert. Ausrüstung und Inventar. Ja, irgendwie kann man dem ja Befehle erteilen, ne? Jetzt hackt er Bäume. Das ist schön. Ich würde erstmal. Ach ja, wenn man hier einen Baum fällt, sollte man aufpassen, dass man nicht drunter steht, weil du die Dinger machen Schaden, wenn du die abkriegst. Ist mir schon passiert, wo ich gebaut habe, ja. Wir können ja auch mal ein bisschen bauen, ja. Wir können auch mal ein bisschen weiter bauen. Wenn wir es ohne größere Abstürze schaffen, zurück. Das hier ist einfach nur eine Statue, okay. Ah, ich finde es schön hübsch. Schön hübsch gemacht. So, jetzt müssen wir mal gucken auf dem Map, wo wir hin müssen. Ja, wir sind da in dieser Bucht. Okay, Richtung Süden wieder. Ja, unser Haus wird da oben markiert. Was ich halt noch nicht rausgefunden habe, ich habe ja jetzt als erstes so ein... Ja, so ein Unterschlupf gebaut mit Zelt. Und wie ich das abbaue, das will ich halt nicht. Was ist das überhaupt? Ich weiß nicht, Pilze kann man ja auch essen, glaube ich. Wir nehmen mal ein paar Pilze mit. Was ist das? Kerzen? Kann ich die nicht mitnehmen? Der hackt ja erstmal wahllos hier Bäume, ne? Wir sind irgendwo und der hackt erstmal Bäume, okay. Also es leckt schon ganz schön hier, ne? Manchmal. Was haben wir hier?
Gebratenes Fleisch. Ja. Yeah. Und noch ein Kiste zum Looten, wa? Ah, hier auch Heiltränke, ne? Was ist das? Infusion des Wohlergehens. Widerstand gegen Krankheiten. Hallo! Ertrag bei Extraktion. Ja, du kannst hier fast alles kaputt machen, extrahieren und kriegst dafür natürlich auch diesen Essenzstaub. Durchtränken Sie Ausrüstung mit dieser Infusion, um erhöhten Widerstand gegen Krankheiten zu erlangen, okay? Spielen Sie diese Karte, um die Robustheit hergestellter Gegenstände zu erhöhen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Wir werden es. Ja, halt. Ah ja, Behälterrechte, Überlebende, ne? Wenn ich das jetzt hier anklicke, können die Kompagnons hier auch auf die Kisten zugreifen. Die Frage ist, was machen sie damit, ne? So, jetzt haben wir hier Infusion des Wohlergehens. Kann man das hier irgendwie. Ne, ich kann es jetzt hier nicht. Oder ist das jetzt permanent aktiv? Ablegen, extrahieren, anwenden geht nicht, ne? Ja. Es wiegt aber nicht insofern. So, dann haben wir hier eine Berberitze. Dann hat man doch noch die Karten. NPCs und Kreaturen. Potenzielle Kreaturen. Fernschwein, Triad der König, Wegwolf. Das sind hier die Wesen, die hier auf dieser Welt sind. Haarkatze. Gebundenen Bestie. Ich glaube, der Typ, der rotet hier alles. Ich muss mich da erst wirklich mal vertraut machen. Aber wir nehmen auch mal ein bisschen Holz mit. Ich glaube, der hat hier irgendwie eine Krankheit. Das ist irgendwie eine pathologische Geschichte, dass er alles wegmachen muss. Wir gehen mal weiter hier. Nicht, dass wir hier noch vom Waldamt Ärger kriegen. Ich finde das so schön gemacht. Also auch, wie die Wälder aussehen und so, ne? Die Stimmung. Der hackt alles um. Ja, ich muss den irgendwie mal zusehen, wie ich den hier Befehle erteilen kann, ne? Hier auf der Wiese können wir vielleicht auch was bauen, hä? Oh, das sieht nicht sehr gesund aus. Da ist irgendwas. Jetzt kannst du mal mit deiner Axt was Nützliches machen. Ich glaube, wir kriegen hier gleich Ärger. Ja. Oh. Was sind das für Dudes? Gebundene Borsten. Oh, das scheint irgendwie so ein Schamane zu sein. Scheiße! Was sind das für Dullis? Leder. Und die Trank? Hui! Ich mach keinen Schaden an meinem Kompagnon, wenn ich dazu kloppe. Oh, was ist das? Was hat er fallen lassen? Essenzstaub. Nehmen wir mit. Ja, alles in allem haben wir das doch ganz gut gelöst. Das scheint ja permanent ein Gegner-Spawn-Punkt zu sein, ne? Fellwandleuchter. Okay, wir haben eine neue Blaupause. Gunst des Aufsteigers. Was ist das? Fallen? Ich bin so rar. Oh! Das war ein Hörsprung. Alter, hier, das rammelt aber ganz schön rum. Das war ein Hörsprung. Hab ich das jetzt permanent? Nee, hab ich nicht. Das geht runter. Naja. Es ist halt noch sehr laggy hier. Es ist extrem laggy. Da spawnen schon wieder neue Gegner. Ja, wenn man Essenzstaub braucht, ne? Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal wieder nach Richtung Heimat, ne? Wir haben langsam wieder Hunger und Müdigkeit. Wir sollten uns mal ein bisschen ausruhen. Ja, die Gegner machen jetzt hier am Anfang wahrscheinlich auch nicht so viel Schaden. Nehmen wir ein paar Steine mit. Bin mal gespannt, wie er sich verhält in meinem Zuhause. Also, ne? Weil
mir ist da auch schon oft gefallen. Die Buden können ja auch kaputt gehen, ne? Ich habe da zum Beispiel einen Baum gefällt und der ist auf meine Türe gekracht. Ja, und das war nicht so gut, ne? Dass die Türe gleich kaputt gegangen ist. Das war nur so eine primitive kleine Holztüre. Wir haben eine Spitzhacke. Aber, wer hat ja die? Ne, ja, da kriegt die auch nicht kaputt, ne? Das kriegst du nicht kaputt. Brauchen wir vielleicht ausgebildeten Bergmann oder sowas. So. Wo ist unser Haus? Da unten irgendwo. Da, genau. Da müssen wir hin. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich auch keinen Fallschaden, hä? Ja, wir schweben runter. Naja. Die Immersion geht flöten, wenn der Server hier rumleckt. Da ist er. Ja, so. Jetzt sind wir hier in unserem Klo, Wohnklo. Ach, der ist ja gespawnt. Jetzt wird es hier dunkel. So, jetzt können wir ja erstmal hier ein bisschen Feuer machen, ne? Haben wir hier ein paar Bretter. Und hier noch ein bisschen von dem Zeug. So, 10 Minuten. So. Ja, es wird ja dunkel jetzt, ne? Mit Nelson reden, wo ist denn er überhaupt? So, Abendessen. Ja, ich sollte vielleicht noch ein zweites Bett hinmachen. Was ist denn jetzt los? Ausruhen. Okay, wir ruhen uns aus. Ja, rekrutiert. Ausrüstung und Inventar. Hat gleich die Zukunft, der Gute hier, hä? Ich habe keinen Plan, was ich hier mit diesem ganzen Gedöns machen soll. Hier haben wir... Ich höre da gebundenen Attributmultiplikatoren. Diese teuflische Flüssigkeit... in Behälter bewegen. Ja, das hier ist zum Beispiel, ne, das habe ich jetzt einfach hergestellt, weil ich dachte, man kann es irgendwie bewegen oder sowas, aber nee, offenbar nicht. Ne? Und wenn ich nicht weiß, was ich mit dem Zeug anfangen soll, tue ich es ja einfach nein. Das weiß ich. Was haben wir denn jetzt gemacht? Ah, hier kann man auf F4 stellt man also das aus und... Ah, okay. F4 ist Außenansicht. Alles klar. Gut, es ist schön, dass er uns jetzt hier ein bisschen Holz gemacht hat. Ja, Baumenü war ja das. Also, man sieht es jetzt nicht, weil ich nicht F4 gedrückt habe. Jetzt, platzieren. Ja, jetzt würde ich aber gerne das, was wir hier haben, würde ich gerne wegmachen, ne? Aber irgendwie geht das nicht, ne? Ich kann es nicht wegreißen. Also, ich weiß nicht wo, wie und so. Muss ich irgendwie rausfinden. So, F5 war Außen- und Innenansicht, alles klar. F4 war hat Aus- und Einschalten, okay. Gebratenes Fleisch, machen wir mal. Zweimal. Meine Bude. Ja, also viel bauen können wir jetzt nicht, aber... Hier ist es dunkel, ne? Also ich hätte dann doch schon gern eine Kerze oder sowas. Und Gegenstand bauen, ne? Ich hätte gerne schon so Kletterpickel zum Beispiel. Aber da braucht man Riemen. Und ich glaube, die macht man doch aus Fell. Wir haben doch Fell. Ging das nicht so? Brauchen wir da nicht auch schon was dazu? Also eine Kerze wäre nützlich. Der haut echt alle Bäume. Jetzt hat er, siehst du, jetzt hat er Schaden gekriegt. Jetzt hat er nämlich, das ist aber cool, nicht? Der Trottel. Siehst du, das meine ich. Wo sammelt denn der das überhaupt hin? Der hat nämlich jetzt, dadurch, dass er das kaputt gemacht hat, hat er meine Treppe kaputt gemacht. Steintreppe. Wir machen jetzt eine Steintreppe her. Du Dulli. Ja, und mein, nee, die Tür ist ganz, Gott sei Dank. So, was brauchen wir? Ja, Steine nehme ich mal an. Aber wie viele? Wo steht denn das? Das hat der jetzt selber gebaut! Dankeschön! Ja, aber er hat es ja kaputt gemacht. Was ist denn das? Guck mal, wie die Viecher runterrutschen auf dem Arsch. Geil! Ah, ich glaube, mit diesem Sprungding wären wir ja hochgekommen, hä? Mit dieser Sprungfähigkeit. Ah, müssen wir mal gucken. Ob wir noch so ein Ding finden, ne?
Ist auch cool, da repariert wenigstens, was er kaputt gemacht hat, ne? Der Dulli. So. Ja, hier können wir eine Treppe machen. Man kann hier auch Treppen, also du kannst ja überall bauen, ne? Du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du in den Berg nicht hochkommst, kannst du dir eure Berg, eine Treppe da hochbauen. Wenn du das willst, ne? Aber das ist ja eine ganz schön breite Treppe, ne? Weil ich würde dann doch eher dann weiter nach oben bauen, weil ich denke mal, der Platz wird ja auf Dauer nicht reichen, ne? Ich werde jetzt mal versuchen, also eine Treppe nicht, aber noch so Schlafdinge. Licht, Fell, Wandleuchter, Zwirn, Stöcke, Fell. Ja, Zwirn können wir nicht machen. Wir können aber Hinweise und verfolgen. Das habe ich noch nicht gebaut. Okay, das ist verbunden mit der Werkbank. Gut ausgeleuchtet, okay. Ah ja, da ist die Werkbank ausgeleuchtet. Oder was gibt es da Bonus dafür? Der kann das bestimmt nicht machen. Aber wir können schon mal die Blaupause setzen. Der geht jetzt weg. Ah, und draußen können wir Ullicht machen, geil. Ja, aber wir können es jetzt sowieso nicht bauen, ne? Wir brauchen einen Haufen Krams dafür. Lager. Genau, hier können wir noch so einen Angelkorb machen. Den legen wir jetzt einfach her, da können wir ein bisschen Stuff reinlegen. So Holzkisten, sowas haben wir hier noch nicht. So, da können wir ein bisschen Krams reinlegen. Ja, Licht ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema. Eine Gerbstation hätte ich natürlich schon gerne. Da brauchen wir ein paar Stöcke. Genau, wir machen eine Gerbstation. Ich weiß nicht, müssen wir die draußen? Draußen macht die ja eigentlich auch Sinn, ne? Ungeschützt. Die können wir vielleicht unter das Zelt stellen. Ja, das soll ja trocknen. Ah, guck mal. Ah, guck mal hier. Das ist wegen dem Feuer, ne? Geschützt. Gut ausgeleuchtet. Und warm. Okay. Also, die Stationen hier haben auch Ansprüche. Okay, Gerbstation. Da brauchen wir wieder Stöcke. Mal gucken, ob der das bauen kann. Ja, find mal Stöcke. Guckste Blöde, hä? Stöcke hab ich auch keine. Jetzt überlege ich da, die Hütte hier, die hat Stöcke. Ich glaube, hier die kleinen Bäumchen. Genau. Vier von sechser. Okay. Haben wir noch Stöckchen? Also ich habe auch gemerkt, das spawnt auch nach. Nee, habe ich nicht. Nee, es spawnt nicht nach. Ich glaube, da müssen wir diese Wurzeln, ähnlich wie bei Sons of the Forest, kaputt machen, ne, damit das nachwächst. Ich weiß aber nicht wie. Wo bin ich jetzt hin? Der macht ja alles kaputt. Ich brauche doch die ganzen Baumstämme jetzt gar nicht. Lagert die da die dann ein oder so? So, jetzt haben wir hier ein Gerbgestell. Guck, jetzt können wir Riemen herstellen. Da war doch... Genau, mit Fell. Raubtierhaut. Herstellen. Gut, das geht aber schnell. Okay, dann machen wir nochmal Riemen. Leder, Tierfaser. Braucht man hier eine Schriennähe? Ja, Fell. Jetzt brauchen wir bloß noch Zwirn. Und da, glaube ich, brauchen wir einen Webstuhl oder die Nähbank. Könnten wir uns die Nähbank denn überhaupt schon holen? Nee, könnten wir nicht. Wir haben 36 Essenzgedönse. Wehe, du hackst hier rum. Sag's dir bloß. Wir öffnen mal das Menü. Ich weiß jetzt hier, Infusion des Wohlergehens. Ich glaube, das muss man mit irgendeiner dieser magischen Werkbank oder so. Keine Ahnung. Ich bin da komplett raus derzeit. Gebundene Borsten brauchen wir derzeit auch nicht. Die Knochen, weiß ich nicht. Steinblöcke brauchen wir auch nicht. Also zum Bauen, ja, natürlich. Ne? Aber jetzt im Augenblick brauchen wir es nicht. Das lassen wir alles, was wir zum Bauen brauchen, können wir hier lassen. So, den Heiltrank brauchen wir jetzt auch nicht. Leder. Das ist schön, es wird schon kompliziert. Es wird schon langsam kompliziert. So, wir haben die Werkbank, wir haben ein Lagerfeuer, wir haben eine einfache Gerbstation. Das ist schon mal gut. Ein Lagerhammer.
am Lichtzimmer dran. Das Zelt haben wir. So, und dann haben wir hier unseren Steinhaufen als Markierung, falls wir verrecken. Der Kletterpickel, den wollte ich ja noch bauen. Dann haben wir hier die einfache Steinmurmel, weil du dir hier ja auch eine Schleuder bauen kannst. Brauchen wir im Augenblick nicht. Eine Sichel haben wir auch. Brauchen wir dann später wahrscheinlich für das Gartengedöns, ne? Ja, hier der einfache Schleuder. Die lassen wir mal raus. Erstmal die grundsätzlichen Werkzeuge. Wir brauchen Steinblöcke und Holzbündel. Ja, Steinblöcke haben wir ja gerade hier reingetan. Steinblöcke? E-Steinblock. Ja, und Holzblöcke. Der hat ja hier genug Holzblöcke hier zerrupt. So. Jetzt müssen wir doch halt herstellen. Kletterpickel. Wir brauchen noch Steinblöcke, also noch einmal einen Steinblock. Ich mal überlegen hier, Steinblöcke. Dann brauchen wir diese Hacke. So, jetzt müssen wir uns einen Steinblock suchen. Das hier sind hier die normalen Steine zum Sammeln. Wir brauchen einen zum Zertrümmern. Müssen wir uns mal hier ein bisschen umgucken. Den Flauschis. Also hier ist es relativ friedlich, finde ich. So, hier. Sandstein. Das sind die Steinblöcke. Ich will nicht mit dir reden. Geh weg. Du willst mir eh wieder alles kaputt machen. Du Kelvin. So, jetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich da hin muss. Herstellen. Kletterpickel. Genau. Kletterpickel. Ach, das muss ich an der Werkbank wahrscheinlich machen, ne? Okay. Komisch. Die anderen Werkzeuge nicht. 36 Ruhmpunkte? Essenzpunkte? Essen müssen wir auch bald mal wieder was hier. Guck mal, was haben wir denn hier? Wir essen erstmal was. So, wegpacken. So, muss ich das jetzt an der Werkbank kneten? Steinmurmel, Schleuder, Kletterpickel. Automatisch füllen und herstellen. Okay, Hammer. Gegenstände sammeln. Da ist unser Kletterpickel. Alte 4. Ah, die Zahl ist gar nicht mal so leicht. So. Gucken wir mal, ob er hier... Ja, ich habe keine Ahnung, wie... Okay. Nicht genug Ausdauer. Ja, wie kommen wir hier hoch, ne? Kommen wir überhaupt hoch? Wir können drauf hacken. Ich habe keinen Plan, wie das hier funktioniert, ne? So, Lara Croft-mäßig? V, was ist V? V, ich drücke V. Ja. Ah ja, jetzt habe ich schon diesen komischen Sprint aktiviert. Oder Sprung, oder was das hier? Ah ja, so Flucht. Sprung. Ja, ich habe jetzt ehrlich gesagt keinen Plan, wie ich das, wie das hier mit dem Klettergedöns funktioniert, aber wir haben es erst einmal. Und grundsätzlich macht das ja auch Schaden. Scheiße. Oh, das hat leider schon der Hälfte Gesundheit weggerammelt. Ah! Hochspringen. Alles klar, warte mal. Hochspringen. Hoch. Da passt du da Ausdauer, hä, du Lauch. Okay, warte mal. So, ja, wenn er keine Ausdauer mehr hat, lässt er los. Hä? Na, das kann natürlich ganz blöd ausgehen. Ja, irgendwie kommt er nicht so ganz hoch, ne? Und die Ausdauer geht ganz schnell runter, ne? Also, da musst du erstmal üben, ne? Aber grundsätzlich geht's, ne? Wir kommen also diese Felsen hoch. Ich möchte das weghaben. Wie kriege ich das jetzt hier weg? Ne? Ich will die Decke weghaben. Herstellen. Jagdmesser. Ja, eigentlich haben wir Chitin, Knochen, Filz, Leder, Tierfaser. Wir brauchen halt noch Zwirn.
für unsere Lampe, ne? Wir wollen es hier halt gemütlich haben. Ich will auch hier ein Bett hinstellen. Das ist halt ungewohnt alles hier, ne? Ich bin hier noch nicht so richtig mit dem Baumenü, ne? Das will ich ja weghaben. Bestätigen, drehen, Höhe anpassen. Platzierungsmodus beenden. Die Steintreppe. Die möchte ich weghaben, aber wie kriege ich die weg? Nee, nicht die Steintreppe, die will ich nicht weghaben. Was rede ich denn da? Was ist das hier unten? Was ist das? Fundament? Irgendwie muss man das Dach ja... Ich kann... Weißt du was? Pass mal auf. Scheiße. Wie gesund ist denn das? Gar nicht. Okay, wir haben es jetzt kaputt gemacht. Und guck mal, wir kriegen sogar Baumaterial wieder. Ja, willst du mir schon wieder klein, ja, der Dulli. Jetzt habe ich aber natürlich das Verkehrte weggerupt, ich Idiot. So, bleppe. Was machst denn du? Ich will eine Treppe. Hier, die. Wir nehmen die primitive Treppe. Hier drinnen brauchen wir ja nicht so ein Shishi. Geh weg. Genau. Nee, das ist doch direkt an der Tür. Was ist denn das für Käse? Das ist scheiße. Können wir die Tür mal zumachen, ja? Ich brauche ja mal ein bisschen einen Blick. Ja. Nee. Okay, pass auf. Das müssen wir anders machen. Muss man ja auch kaputt machen. Ich weiß nicht, wie das jetzt geht. Das ist ein Lauch, hä? Anders weiß ich nicht, wie es geht, ja. So, jetzt haben wir die halbe Bude wieder kaputt geruppt. Pflanzenfaser primitiv. Ja, was ich ja mache, ist primitiv. So, jetzt möchte ich eine Treppe haben. Wenn es beliebt. Und zwar in die Richtung, genau. So. Guck mal, die können wir noch höher machen. Nee, aber das reicht uns erstmal. So. Na bitte. So, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Das werden wir natürlich dann noch weiter ausbauen. Weil hier oben können wir ja noch weitermachen, ne? Hier oben können wir jetzt zum Beispiel eine stabile Wand primitiv machen. So, jetzt haben wir jetzt zwei Wände. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Typ hier mir auch beim Bauen hilft, ne? Oder ob er bloß alles kaputt macht. Kommt er überhaupt hier rein? Ich glaube, der kommt ja nicht rein. Ressourcen hinzufügen. Brauchen wir ja nicht. Ich lass mal offen. Dass er auch rein darf. Weil da sucht er Ressourcen, ne? Ich habe extra jetzt was aus Holz genommen. In der Hoffnung, dass der mir hilft beim Suchen. Oder der hat das einfach bloß in irgendeine Kiste getan. Da ist er hier vorne. Hier, guck mal, überall liegt hier Holz rum da hinten. Aber wir brauchen kein Holz, wir brauchen Stöcke. Ich glaube, die sucht er nicht, da ist er sich zu fein. Hat er unter Größe Baumstamm fängt er gar nicht an. Sturz. Ja, ich würde das auf jeden Fall weiter ausbauen wollen, ne? Ich weiß nicht, inwieweit Statik hier eine Rolle spielt, aber ich glaube, gelesen zu haben, dass hier Statik schon eine Rolle spielen soll. Bin mir aber nicht sicher. Steinfundament brauchen wir nicht. Steinobergeschoss brauchen wir. Genau. Was ist das Obergeschoss? Genau, das müssen wir eh wieder zumachen hier. Das ist ja sonst blöde. So. Ja, brauchen wir wieder Steine. Ah, der Typ hat ja vorhin die Steintreppe fertig gebaut. Der hat fertig gebaut. Ich habe nichts gemacht. Lol. Ja, das ist geil. Ja, ist nützlich. Ja, ist nützlich. Steinobergeschoss. Ja, na, wenn, dann nehmen wir hier Steine. Jetzt kann man das hier noch ausbauen hier, ne? Kann ich das hier noch nicht dran klipsen? Ja, zumachen bringt ja hier gar nichts. Genau, hier können wir dran klipsen, ne? Können wir hier so eine Art Dach machen? So hin. Und dahin. Ich glaube, da müssen wir dann später noch ein paar Balken ziehen. So. Okay. Jetzt haben wir hier Stein. Und hier haben wir noch dieses primitive Holzgedöns. So, hier bräuchten wir eigentlich bloß ein paar Steine und Stöcke. So, der rennt jetzt hier rum. Eigentlich könnte ich den doch sagen, der soll hier bleiben. Weil der wird mir jetzt folgen. Der soll hier bleiben und hier mal ein bisschen was machen.
Während ich hier ein bisschen rumwusel, ne? Wir brauchen ja noch Steine und sowas hier, ne? Sammeln? Ja, die Steine brauchen wir nicht. Hä, wieso kriegt man das kaputt? Haben wir nicht das richtige Werkzeug am Start? Doch, jetzt. Ich finde, es macht schon Spaß, ne? Gegner haben wir ja auch, ne? Essenz und so brauchen wir ja. So. Ich glaube, der Typ sammelt das mit, ne? Der hat halt keine Spitzhacke, wie ich. Aber mal gucken, wenn wir jetzt was kaputt machen, ob er es einsammelt, ne? Weil sonst hätte der ja vorhin dieses Holzfundament nicht fertig machen können. Mal gucken. Er kommt her. Sammelt das ein? Er guckt hin. Er sammelt es ein. Vor allen Dingen, er sammelt es von ganz alleine ein. Ne? Du sparst ja dadurch einen Haufen Platz im Inventar. Das finde ich ja mega fett. Das ist schon geil. Endlich mal Begleiter, die irgendwann nützlich sind, hä? Nicht, wo du hier ständig hier dem in ein Menü zugreifen musst und hier nimm mal das, nimm mal das, nimm mal das, ne? Nö, da nimmt einfach so Michael Lumbe. Können wir jetzt von hier, ne, wir müssen mal gucken, ob er es baut. Wenn wir den jetzt hier hochschicken, ja, dass er halt nicht hier bleibt. Gucke, der baut von alleine. Der baut von alleine. Das war ich jetzt, aber er hat das jetzt hier so ich finde das mega geil. Ja, nur Stöcke. Da fehlt es jetzt wieder. Ich weiß halt nicht, wie ich das hier kaputt kriege. Hier, ne? Weil irgendwie, es soll ja gehen. Ich kriege mich nicht klar. Wo ist denn hier meine Axt da? Ne, ich kann hier dagegen hauen, aber irgendwie nicht. Weil ich will ja, dass hier über der Bäume wachsen, ne? Also ich kenne es von Sons of the Forest. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Ja, ich hoffe, dass da auch wieder was nachwächst, ne? Wär schade drum, wenn nicht. Wenn ich ja überall Galschlachen. Jetzt haben wir brauchen keine Baumstämme. Wollte ich gerade sagen, Böhnchen. Ja, es sind schon so leichte Böhnchenansammlungen. Aber hier, guck mal, das Holz, das können wir hier für unser Feuer nehmen. Jetzt macht das aus. Böhnchen! Ich sag doch Böhnchen. Es ist ein Böhnchen. So, Brennstoff hinzufügen. Das können wir hier, das können wir weiter. 27 Minuten. Ach, ich finde das ja mega geil. Jetzt haben wir hier eine halbe Stunde Feuer. Und das tut uns ja auch gut. Ich habe es hier auch überhaupt gar nicht eilig, irgendwie eine Quest zu machen oder sowas, ne? Weil ich ja diese ganzen Mechaniken auch erstmal kennenlernen möchte. Auch das Bauen und sowas. Es ist einfach. Also du brauchst jetzt nicht übermäßig viele Ressourcen, ne? Aber es ist auch, was die Begleiter angeht, gar nicht mal so verkehrt, ne? Gut, ich kann dem Begleiter jetzt irgendwie nicht sagen, bleib hier und bau mal weiter, ne? Such Ressourcen und sowas. Ich weiß nicht, ob man das dem später irgendwie noch sagen kann oder keine Ahnung. Aber er rennt ja durch die Gegend, ne? Er sammelt Ressourcen, er sammelt Holz und Steine. Und wenn hier eine Blaupause ist, benutzt er die Sachen, die halt im Inventar bei ihm sind, um das fertig zu bauen. Das finde ich ja geil. Du musst eigentlich nur die Blaupause setzen. Und soweit ich das auch verstanden habe, hier gibt es ja auch dann später Gärten, wo du halt Sachen anbauen kannst. Pflanzen, Lebensmittel und sowas, Heilpflanzen und so. Und da soll es wohl auch Begleiter geben, die dann halt sich um deinen Garten kümmern können. Ne? Also die müssten ja dann auch da bleiben. Den müssten sie ja dann auch irgendwie den Befehl geben, da zu bleiben und so, ne? Finde ich das mit den Begleitern ganz gut gelöst. Ne? Gut, hier, wie das mit der Statik ist, das weiß ich nicht. Im Augenblick hält's. Und vor allen Dingen, wenn es regnet, kann man es mal unterstellen. Ich bräuchte auf jeden Fall Bette. Das wäre noch eine schöne Geschichte. Ne? Dann müssen wir das hier natürlich noch. Dann müssen wir irgendwie Dach. Wir haben ja auch in der Blaupause gesehen für Dächer. Weil wir haben jetzt hier eigentlich nur die Böden hier, die wir als Dach benutzen können. Ne? Mehr ist es ja nicht. Ne? Und später kannst du halt noch richtig fette, große Häuser bauen. Richtige Villen kannst du hier bauen. Ne? Und schöne Gärten anlegen und sowas. Ne? Das ist ja hier eine Hundehütte. Zu dem Vergleich, was hier alles noch möglich ist. Ne? Aber da sind wir noch sehr weit entfernt. Wir wollen jetzt hier einfach nur mal einen Unterschlupf haben. Und uns erstmal ganz in Ruhe vertraut machen hier mit den ganzen Funktionen, die es hier gibt.
Wie gesagt, die Begleiter haben ja irgendwie auch noch eine kleine Macke, ne? Ich weiß halt nicht, wie ich denen sagen kann, dass sie da bleiben sollen, ne? Ich kann sie jetzt natürlich wieder wegschicken, wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob da was hier reingetan hat. Das würde ich gerne woanders hintragen, aber ich weiß nicht wie. Kann ich das irgendwie nicht im Inventar rüberziehen hier, das ganze Ding? Ja, guck mal hier. Behälterrechte, Überlebende, genau. Dem gebe ich jetzt das Recht, hier drauf zuzugreifen. Was macht er jetzt? Er steht da. Okay, er macht nichts. Was soll er machen? Ah, wir haben Bären. Die nehmen wir mal. Ein bisschen was. Nee, Bären. Die essen wir ja dann. So, Steinblock. Haben wir im Augenblick nicht. Wir haben ein bisschen Gewicht wieder frei. So, jetzt essen wir erstmal ein paar Bären. So, gebratenes Fleisch, gemischte Pflanzen. So, da können wir uns das ja aussuchen. Dann nehmen wir mal hier die Berberitze. Hier steht auch, was die für Auswirkungen hat. Ne? Maximale Gesundheit, maximale Ausdauer, Gesundheitsregeneration. Und dann können wir die Ringelblume nehmen. Dann stellen wir das her. Gut zu wissen, dass man dann auch weiß, was das für Auswirkungen hat. Hat man nicht noch auch Pilze dabei? Ich habe auch Pilze gesammelt, ne? So, Gegenstände sammeln. Guck, also wenn man die nicht sammelt und man ist in dem Menü, wandert das automatisch irgendwie ins Inventar. Glaube ich. Warte mal, gemischte Pflanzen. Ja, Pilze sind ja eigentlich keine Pflanzen, aber wir haben ja Pilze. Maximale Gesundheit, maximale Ausdauer. Okay, okay, okay. Und wir nehmen mal die Cap Aloe. Okay, warte mal, nee. Ah, hier sieht's. Hier sieht man, was das für ein Gesamt... Auswirkung hat. Maximale Ausdauer würde dann hier mit der Mischung rohe Beeren und Pilze auf 34,5 gehen. Okay, das ist auch nicht schlecht, ne? Da sieht man auch dann gleich, was das für eine Auswirkung hat. Nicht schlecht. Da legt die Achse nie weg, hä? Aber na gut, dann bitteschön. Seid bereit, immer bereit oder so. Gegenstände sammeln. So, jetzt essen wir mal noch was. Jetzt habe ich das ja alles außersehen hier auf die Schnellleiste gelegt. Ich depp. Egal, Fleisch. So. Nochmal. Fleisch gibt es ja jetzt genug. Deswegen, wir haben uns ja das Waldbiom ausgesucht. So, kurze Ruhezeit. So, jetzt sind wir auch wieder wach. Jetzt sind wir eigentlich bereit für ein neues Abenteuer. Aber ich würde mal sagen, wir machen mal Schluss. Derzeit läuft das Spiel zwar sehr stabil, aber die Serverabstürze vorhin, das war schon nicht feierlich. Ne? Gerade wenn du jetzt so in die Gegenden gehst, wo halt so Sachen sind wie die Gegner und sowas. Ne? Oder andere Gebäude. Ich sehe da oben eine Höhle. Waren wir da nicht schon vorhin? Wollten wir da nicht hoch? Weiß ich gar nicht. Das können wir ja einen anderen Tag machen. Ja, ansonsten, je weiter ich hier reinkomme, desto mehr Spaß macht es eigentlich, ne? Aber du kannst ja wirklich mit der Zeit so viel machen. Und das ist ja hier alles noch Early Access. Also, ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Und ja, wir werden sicherlich noch das ein oder andere Video hier machen. Und bis dann sage ich mal danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.